allein. Mona umarmte mich noch einmal kurz und stieg dann aus. »Und hast du dir wirklich gemerkt, wo du langfahren musst, ja?« »Klar doch«, antwortete ich und lächelte. »So ohne Navi unterwegs finde ich echt mutig.« Meine Freundin hielt sich noch kurz an der Beifahrertür fest, während mein Kleinwagen lief. »Im Notfall habe ich immer noch mein Telefon. Ich bekomme das schon hin und du verschwinde. Denk dran, für die Arbeit morgen fit zu sein.« Ich zwinkerte ihr zu. Mona und ich waren im gleichen Ausbildungsjahr und verstanden uns ziemlich gut. Das passierte mir eher selten. Meistens wurde ich gemieden, weil ich, nun ja, auf die meisten Menschen seltsam wirkte. Daher genoss ich das gemeinsame Lernen mit jemandem für eine wichtige Prüfung. Mona war irgendwie anders. Sie verstand sich mit allen und wurde auch von jedem gemocht. Seitdem ich Zeit mit ihr verbrachte, schienen mich auch die anderen langsam zu akzeptieren. Gerade kamen wir von einer Lernrunde aus der Bibliothek. Mona kam mit dem Bus und ich bot ihr an, sie heimzufahren. Damit ich mich nicht durch den Feierabendverkehr quälen musste, hatte sie mir eine Abkürzung durch den Wald verraten. »Ruf mich an, wenn du daheim bist, ja? Es wird doch schon dunkel. Ich hoffe, dein Licht geht.« Sie zwinkerte mir zu und schloss die Tür. Ich winkte ihr noch einmal zu, bevor sie in einem Hauseingang verschwand. Ich öffnete ein neues Horrorhörspiel auf einer Internetseite und löste die Handbremse. Mein Radio verfügte noch über ein Kassettenabspielgerät. Dank einer externen Box konnte ich trotzdem Hörbücher und Hörspiele über mein Handy abspielen. Das tat ich am liebsten. Mit Musik konnte ich nichts anfangen. Gerade heute Morgen fand ich ein Gruselhörspiel über eine Klinik. Die Sprecher waren keine Profis, sie taten es als Hobby und das fand ich ziemlich cool. Das Intro startete und ich fuhr los. Während ich mich auf die Erzählerstimme konzentrierte, bog ich nach nur ein paar Metern von der Hauptstraße ab. Gleich die erste links und dann der Seitengasse bis zum Feldweg folgen. Das war einfach. Die Siedlung war klein und ich konnte das Feld bereits sehen. Aber es wurde wirklich schon dunkel. Vom Feld aus einfach direkt in den Wald und nun genau aufpassen. An der ersten Gabelung nach rechts. Der Weg sieht fast nicht befahrbar aus, doch davon nicht täuschen lassen. Die Bäume wurden dichter. Mir wurde kühl und ich stellte die Heizung etwas höher. Während ich auf dem Feldweg noch ein wenig Licht vom Himmel bekam, fühlte es sich nun so an, als würde ich eine pechschwarze Masse aus Nadeln und Gestrüpp fahren. Meine Scheinwerfer waren meine Augen. Weiter sehen konnte ich nicht. Ich fuhr langsamer. Manchmal polterte es unter mir. Da waren mittlere Äste und hier und da größere Steine. Im Hörspiel wurden nach und nach die Figuren eingeführt, die Handlung begann Fahrt aufzunehmen. Da waren eine unsympathische Pflegerin und eine junge Frau, die ihre Schwester in der Klinik besuchen wollte. Der Weg scheint irgendwann ein Ende zu nehmen, dachte ich. Aber wenn du genau hinsiehst, macht er einfach nur einen kleinen Bogen. Den nimmst du und fährst weiter geradeaus. Ein riesiger Fels erschien vor mir im Licht. Doch wo sollte der Weg lang gehen? Links oder rechts? Ich versuchte etwas zu erkennen, aber da war keine aufgewühlte Erde, keine Fahrspuren, die mir den Weg wiesen. Scheiße, ich hoffe, ich habe meine Taschenlampe dabei. Im Handschuhfach bewahrte ich normalerweise immer einen Regenschirm und meine kleine Notfalltaschenlampe auf. Vor kurzem hatte ich sie meinem Bruder ausgeliehen und wusste nicht mehr, ob er sie mir zurückgegeben hatte. Leider hatte ich Pech. Ich pausierte das Hörspiel und schaltete die Taschenlampenfunktion an meinem Handy an.
Das Licht war nicht so stark, sollte aber ausreichen, um den Boden nach Hinweisen abzusuchen. Ich konnte ja auch nicht mehr zurückfahren. Wenden war unmöglich. Behutsam stieg ich aus dem Wagen, ließ die Autotür offen. Kalte Luft, die nach Moos und Tier roch, stieg mir in die Nase. Ich ging in die Hocke, nur ein paar Meter vom Auto entfernt, und versuchte erst rechts und dann links den Weg auszumachen. Ich war gerade einmal 5 Meter entfernt. Weiter traute ich mich nicht, als ich etwas neben mir rascheln hörte. Meine Nackenhaare stellten sich direkt auf. Ich verharrte in meiner Bewegung, lauschte. Das Rascheln wurde lauter. Bestimmt nur ein Hase oder Fuchs, dachte ich. Sobald das Tier meinen Geruch in der Nase hätte, würde es sofort verschwinden. Dann gab es einen lauten Rums. Etwas knallte mit großer Geschwindigkeit gegen mein Auto. Was zur Hölle? Schrie ich erschreckt auf und sprintete zur offenen Fahrertür. Ich warf mich auf den Fahrersitz, schloss die Tür und drückte die Türverriegelung hinunter. Ich musste mich beruhigen. Mein Atem ging so schnell und ich war zu laut, um irgendein Geräusch von außen wahrnehmen zu können. Beruhige dich. Komm runter. Das war nur irgendein Tier. Wer soll bitteschön auch hier draußen sein, abgeschieden in der Dunkelheit? Langsam richtete ich mich auf und warf einen Blick aus dem Fenster. Mein Auto tuckerte fröhlich vor sich hin. Ich nahm mein Handy in die Hand. Beim Hineinwerfen war es in den Fußraum gefallen, aber das Licht leuchtete noch. Ich versuchte, etwas durch die Beifahrerseite zu erkennen und dann die Fahrerseite. Nichts. Da war gar nichts. Erleichtert schüttelte ich den Kopf, lachte kurz auf und schluckte schwer. Vielleicht sollte ich doch mal einen Blick auf das Navi werfen. Ich schaltete die Taschenlampenfunktion wieder aus und ging zum Routenplaner. Meine Finger zitterten leicht, sodass ich das Icon nicht beim ersten Mal erwischte. Doch der Vorgang war umsonst. Auf der Karte, die mir angezeigt wurde, war kein Weg eingezeichnet. Einfach nur ein großer dunkler Wald. Selbst mit Echtbildkamera-Ansicht sah ich einfach nur auf dichte dunkle Bäume hinab. So ein verdammter Scheiß! Ich könnte es doch rückwärts versuchen, dachte ich gerade nach. Aber wenn ich mir dann etwas in das Auto rammen sollte, wäre ich vollkommen aufgeschmissen. Das packe ich schon, versuchte ich mir einzureden. Ich schaltete das Horrorhörspiel wieder an. In diesem Moment wurde anscheinend die nervtötende Pflegerin von einem Zombie oder sowas gebissen. Sehr beruhigend in einem dunklen Wald. Okay, ich fahr weiter. Da war nichts. Rein gar nichts. Aber welche Seite? Rechts oder links? Ich schloss die Augen, tippte mit den Zeigefingern auf das Lenkrad und entschied mich für links. Links ist eine gute Richtung, versuchte ich mir einzureden. Der Gang klemmte etwas. Die Reifen drehten ein wenig in den Nadeln und dem weichen Waldboden durch. In der Zwischenzeit konnte ich nun nichts mehr erkennen, wenn es nicht in das Licht meiner Scheinwerfer geriet. Meine Hände umklammerten mit einem feuchten Griff das Lenkrad und ich schlug nach links ein. Im ersten Gang umrundete ich langsam den Felsen. Danach ist es nicht mehr weit, hallten Monas Worte in meinem Kopf wieder. Noch eine Gabelung und da sollte ich. Etwas Lautes knallte gegen den Unterboden und mein Auto blieb ruckartig stehen. Scheiße! Fluchte ich laut und drückte auf das Gaspedal. Die Reifen gaben ein quietschendes Geräusch von sich. Der Hintern vom Auto drehte sich etwas nach rechts und dann knallte es erneut. Nein! Scheiße, nein! Ich hatte mich festgefahren und durch mein unkontrolliertes Gasgeben war ich mit dem Auto gegen den Felsen geknallt. Der Felsen befand sich nun direkt neben mir. Ich entriegelte die Tür und versuchte sie zu öffnen.
Bums. Scheiße, verdammt! Ich bin so dumm, so dumm! Die Tür ging nun ein paar Millimeter weit auf. Im Hörspiel hatte die junge Frau gerade ihre Schwester und den Patienten in der Klinik gefunden und bemerkte, dass sie unter Drogen stand. Und so fühlte ich mich auch gerade. Wie betäubt saß ich in meinem Auto. Bleib ruhig, keine Panik! Ich drückte erneut langsam auf das Gaspedal. Wieder nur das nervige und trostlose Quietschen der Reifen. Mein Auto bewegte sich kein Stück. Das Scheinwerferlicht begann zu flackern. Auch das noch! Ich stellte den Motor ab. Das Licht ließ ich jedoch an. Gut, es war nicht Winter. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Diese Situation würde ich handhaben. Ich brauchte einen Plan. So wie die Frau im Horrorhörspiel, die nun mit ihrer Schwester versuchte zu fliehen, verfolgt von Zombies. Ein Blick unters Auto könnte helfen. Mit dem Licht von meinem Telefon könnte ich vielleicht etwas sehen. Wenn es ein Ast war, dann wäre es möglich, ihn zu entfernen. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke höher und band mir die roten Locken zusammen. Das wird schon. Es ist bestimmt nur halb so schlimm. Ich krabbelte über die Mittelkonsole zum Beifahrersitz. Gerade wollte ich das Hörspiel ausmachen und die Tür öffnen, als ich ein lautes Kratzen auf meinem Auto vernahm. Quietsch auf meinem Autodach. Das Blut gefror in meinen Adern. Schnell verriegelte ich die Beifahrertür, lehnte mich hinüber zur Fahrerseite und schlug auch hier auf den Knopf. Gut, dass ich nur einen Zweitürer fuhr. Hier kommt niemand rein. Niemand. Halb liegend, halb sitzend, lauschte ich dem Geräusch. Es zog sich nach hinten, Richtung Kofferraum. Ich wagte es nicht, mich umzudrehen, behielt das Licht des Autos im Blick. Es flackerte wieder. Vor mir lag nur Gestrüpp, knietief und große Äste ragten aus ihm heraus. Das war mir vorher nicht aufgefallen. Okay, wenn ich hier rauskomme, gehe ich nie wieder im Wald spazieren. Ich werde nie wieder Abkürzungen fahren. Das schwöre ich hoch und heilig. Nur bitte lass mich hier raus. Ich schrie laut auf. Ein Schaben an der Beifahrertür. Ich hastete über die Mittelkonsole zurück auf den Fahrersitz. Etwas war auf meinem Auto. An meinem Auto. Das war doch kein Tier. Im Hörspiel stellte sich gerade heraus, dass der Oberarzt der Bösewicht in der Klinik war und selbst ein Patient sei. Die junge Frau und ihre Schwester klangen so verzweifelt und ich fühlte mich gerade sehr in ihre Lage versetzt. Immer wieder versuchte ich, mich auf die Stimmen der verschiedenen Menschen zu konzentrieren und irgendetwas im Licht zu erkennen. Doch der Gedanke daran, dass etwas um mich herum schlich, jagte mir eine Todesangst ein. Du bist allein. Hier ist niemand. Das ist ein Tier. Das ist ein Ast. Ein Vogel. Und dann erlosch das Licht. Um mich herum herrschte vollkommene Dunkelheit. Und Kälte kroch mir in die Knochen. Der Moosgeruch breitete sich im Auto aus. Bitte, bitte tu das nicht! Ich betätigte den Hebel für das Licht. Aus, an, nichts. Aus, an, Dunkelheit. Geh an, verdammter Mist! Aus, an. Leise wimmernd liefen mir die ersten salzigen Tränen über meine Wangen. Ich trat auf die Kupplung und drehte den Zündschlüssel. Nichts. Das Auto versuchte nicht einmal zu starten. Dann wurde ich aus meiner Panik gerissen. Etwas klopfte. Ja, etwas klopfte gegen die Windschutzscheibe. Der helle Bildschirm meines Handys reichte gerade aus, um eine Spiegelung in der Scheibe zu erzeugen. Ich sah nur mich selbst, schwach und verwirrt. Ich starrte auf mein eigenes Antlitz und versuchte, irgendetwas zu erkennen.
Doch mein Atem beschlug das Glas. Klopf, klopf. Lass das, schrie ich laut. Was willst du denn? Klopf, klopf. Fast berührte ich bereits die Scheibe mit meiner Nase, als es einen sehr lauten Schlag dagegen gab und ich mich laut schreiend in den Fahrersitz drückte. Ein Riss. War da ein kleiner Riss? Okay, das war keine Einbildung mehr. Ich muss hier weg. Ich brauche Hilfe. Irgendjemand muss mir helfen. Mona, rief ich erleichtert auf. Sie würde sich bestimmt schon Sorgen machen. Wie lange, meinte sie, werde ich mit dieser Abkürzung brauchen? 45 Minuten? Ich schaute auf meine Armbanduhr. Zu dunkel. Ich nahm mein Handy in die Hand. Gut, ich war bereits seit circa einer halben Stunde von ihr aufgebrochen. Durchhalten. Jetzt hieß es nur noch durchhalten. Und dann schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Da starrte ich auf die Uhr meines Telefons und sah zwei Balken. Empfang. Ich hatte hier Empfang. Ich konnte Hilfe rufen. Herrgott, noch eins. Du verdammtes Mistviech. Na, warte. Gerade wollte ich das Hörspiel pausieren, in dem der böse Arzt gerade der jungen Frau und ihrer Schwester den Fluchtweg versperrte, als ich einen heißen Atem in meinem Nacken spürte. Modriger Geruch stieg in meine Nase. Ich wagte es nicht, den Kopf zu drehen. Starr ging mein Blick auf das Telefon. Dann ein Röcheln hinter mir. Nicht ausschalten. Das Handy glitt mir zwischen die Beine. Zum letzten Mal hastete ich wie ein aufgescheuchtes Reh über die Konsole, entriegelte mit kalten, klammen Fingern die Tür und sprang in die Dunkelheit. Leise hörte ich irgendwo in der Nacht eine Eule. Es knackte mehrmals etwas weiter rechts von mir. Ich müsste doch nur am Auto entlang und dann den gefahrenen Weg wieder zurückrennen, dachte ich. Einfach geradeaus. Das schaffe ich auch im Dunkeln. Ich tat den ersten Schritt und blieb sogleich an etwas mit meinem Schuh hängen. Krachend, weinend und zitternd ging ich zu Boden. Ich schlug mir den Ellenbogen auf. Etwas Hartes rammte sich mir direkt in den Magen. Scheiße! Schrie ich laut auf, versuchte mich zu orientieren und dann hörte ich sie. Schritte. Da waren feste Schritte und sie kamen auf mich zu. Bitte, lassen Sie mich. Ich brauche Hilfe. Ich bin verletzt. Mein Geldbeutel liegt im Auto. Mein Handy. Nehmen Sie sich alles? Ich sah die Hände nicht, die mich an den Schultern packten. Falls es Hände waren. Ich versuchte mich zu wehren, schrie auf und trat um mich. Der Griff lockerte sich nicht. Etwas zerrte mich weg. Weg von meinem Auto. Hinein in die Dunkelheit. Hinein in den Wald. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.